Willkommen zu der vierten Folge von The Elder Scrolls Online und wir sollen mit Holgun reden und der steht hier direkt hinter mir. Ich bin ja schon mal hingelaufen, waren so 50 Meter. Hallo. Und dann quatsch mal den mal an. Ich habe über unsere Verteidigung nachgedacht. Sie taugt nichts. Das Bündnis wartet mit Ballisten und Belagerungsleitern auf. Zeit, denen zu zeigen, was wir haben. Und was soll ich tun? Ganz einfach. Brennt diese Ballisten nieder und die Leitern auch. Äschert sie ein. Ich führe vom Tor aus einen Ausfall. Trefft uns, wenn ihr fertig seid. Das wird glorreich werden. Okay, Chef. Dann, hier hinten ist das Tor, nehme ich an. Ich krieg bestimmt voll auf die Packung. Jetzt richtig eine auf die Mütze. Ich bin ein Heiler, hab so ein kleines Stäbchen, womit ich mich wehren kann. Und jeder sagt hier Hallo, aber wir sind noch alle recht freundlich. Was machen die denn? So, wir sollen irgendwas niederbrennen. Ah, zu WoW ganz anders, wirklich. Dem helfe ich. Kann ich auch gleich mit looten, oder? Ja. Aber ich muss echt immer auf die Karte gucken, weil ich nie raff, was ich machen muss. So, hier irgendwas verbrennen und da irgendwas verbrennen. Also hinter mir. Hier. Und dann hier. Und jetzt wieder zurück, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, wieder zurück. Zum Gruße. Ey, da hat er mich hier wegen zweimal Feuer anstecken, hat er mich rausgeschickt. Jetzt hätte die faule Sau auch mal selber machen können. Aber egal, Quest ist Quest und wieder anquatschen. Verbrennt die Ballisten und Leitern aus. Nö. Mach keinen Scheiß, jetzt muss ich wieder raus. Ja, aber ich hab doch niedergebrannt. Ist das Spiel verbuggt oder bin ich einfach zu blöd dafür? Ich habe ja in der letzten Folge schon so rumgegimmt. Ist hier irgendeiner, den ich hier anquatschen soll, oder? So, also die zwei Fackeln doch. Wir sind uns doch einig, dass ich diese zwei Teile angesteckt habe. Also noch mehr, guck mal hier. Verdammte Kacke. Ja, wer lesen kann, ist wirklich klar im Vorteil. Also der hat mich wegen viermal anstecken hier rausgeschickt. Oh weia. Ja, die haben sich versteckt. Mach keinen Scheiß. Ach, herrje. Boah, Alter, habe ich niemanden, der mir helfen kann? Hilfe! Also ich muss das, ich muss das cleverer angehen. Todesrückblick will ich nicht. Wegschreien. Ja, zum Wegschreien. Also ich brauche ja auch... Ach, leck mich doch am Arsch. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin ganz unten. Und ich muss wohin? Guck mal, hier kann ich schon mal mit jemandem reden. Vielleicht hilft mir ja auch mal einer da. Ey, mit Level 4 hier durch die Gegend gimpen, Alter. Übertrieben. So, hier ist ein Tor. Ich renne jetzt hier zur Tussi. Ich will genau dahin. Wie kann ich das markieren? F. So, da will ich hin. Vielleicht hilft die mir ja, oder vielleicht kann die mir ja schon mal ein Level geben oder so, weil ich denke, dass ich da noch einfach zu klein bin. Indrasa,
Was habt ihr über den Angriff des Bündnisses gehört? So. Wie komme ich denn hier raus? Ich wünschte, ich könnte fortgehen und Abenteuer erleben. Ist ja auch mal ganz gut zu sehen, wie das ist, wenn man überhaupt keinen Plan von dem Spiel hat. Ob man sich das Spiel kaufen sollte oder nicht und ob man sich hier reinlesen kann, ja oder nein. Und ich denke, zum Gruß. Das wird einfach mit der Zeit, das dauert halt einen kleinen Moment. Nee, Tussi ist hier drüben. Boah, hier hat denn keiner so ein Karten-Add-on, ein gescheites, was man mir vorschlagen könnte. Weil ich finde, das Karten-Add-on ist echt... Also hier oben, das ist echt gewöhnungsbedürftig und gefällt mir gar nicht. Seid ihr schon wieder auf den Beinen? Ihr müsst mir kein Gold anbieten. Ich tat nur, was jeder getan hätte. Ich habe jemandem in Not geholfen. Im Gegensatz zu einigen anderen Leuten, auf die ich jetzt verweisen könnte. Ich habe gehört, ihr bräuchtet Hilfe in Ödfels. Mit Sicherheit. Und zwar selbst von so halb ersoffenen Gestalten wie euch. Seit ich euch am Schlawittchen aus dem Meer gezogen habe, war ich schon ein paar Mal wieder auf Ödfels. Die Lage dort wird nicht besser. Ihr habt mich gerettet. Gern geschehen. Die meisten Leute, die ich aus dem Meer ziehe, sind schon tot. Aber ihr habt ganz ordentliche Ausrüstung. Ich wette, ihr wart schon mal in der Schlacht. Auf meiner letzten Reise habe ich meiner Chefin Rana von euch erzählt. Und sie will euch treffen. Revanchiert euch, indem ihr ihr helft. Kommt mit mir nach Ödfels. Okay, klar. Immer. Dir folgen wir überall hin. Aber die ist ein bisschen... Ich glaube, die ist der Kerl in der Beziehung. Die hat die Hosen an. So, bin ich ja mit der Trulla. Wo ist die? Erst mal gucken, ob ich das überhaupt jetzt richtig mache. Also quatsch mal die mal an. Rana wartet in der Siedlung auf euch. Nur zu. Sie beißt nicht, auch wenn sie aussieht, als ob sie es täte. Ich muss Reisearrangements treffen? Müsst ihr das? Ihr könnt ruhig in meiner Jolle mitfahren, wenn ihr wollt. Doch ich schätze, das hängt wohl davon ab, wohin ihr möchtet. Wohin könnt ihr mich bringen? Ich bin auf dem Weg zurück nach Davons Wacht, falls ihr auch dorthin wollen solltet. Ja, eigentlich nicht, warte mal. Weil ich soll ja hier hin. Ich will ja nicht abziehen jetzt. Also ich soll ja hier irgendwo hin. Hier ist so eine Rana. Mit der können wir quatschen. Komm, das machen wir auch. Also ist ein bisschen... Bisschen schwierig gerade. Für mich. So, da oben rein. Wenn ich das gar nicht alleine auf die Reihe kriege, da lade ich immer Leute ein jetzt. Echt. Oh, wir nehmen aber alles und untersuchen alles. Ja, ein schöner Zettel. Gibt's hier irgendwas zu lesen? Leer. Ein Sack. Ich habe einen Sack mitgenommen. Und das hier oben kann ich nicht mitnehmen? Nee. Also ich sammle so viel wie möglich ein. Weil wir brauchen bestimmt hin und wieder mal Gold. Und ich habe einfach kein Gold. Flaschen, Weinregal, wir lernen hier alles. Überall mal E drücken. Aber hier war doch was zum Nehmen. Warum hat denn der es nicht genommen? Oder hat er genommen? Genau. Eines wie keine. Den Zettel hatten wir schon. Das untersuchen wir auch nochmal. Guck mal. So viele Bücher. Hier ist ein Tagebuch von der. Hat man das gerade? Ja, hat man gerade. Ich habe nur wenig zuverlässige Unterstützung und ich könnte fähige Hilfe gebrauchen. Jemanden wie euch. Ihr wolltet mich sprechen. Ihr habt schon einmal gekämpft und ich brauche jetzt jede Hilfe, die ich bekommen kann. Viele Dorfbewohner sind über die ganze Insel verstreut. Wir müssen sie warnen.
Sie warnen? Wieso? Wir haben ein Schiff vor der Küste gesehen. Ich habe meine Truppen losgeschickt, sich das näher anzusehen. Falls es sich um die Vorhut einer Invasion handelt, nun, dann müssen wir evakuieren. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Die Bewohner von Ödfels sind über die ganze Insel verstreut. Dartsch, der Jäger, ging zum Himmelsschleier Hügelgrab. Ayman ist zusammen mit seiner Schwester Rolun da draußen bei Orkeys Höhle. Zähne, mein Feldwebel, sollte sich bei Hotzins Torheit befinden. Ja, das ist jetzt die Frage, was klickt man hier an? Es handelt sich um einen alten Drachenschrein, ein Relikt aus den Drachenkriegen. Einige Dorfbewohner behaupten, sie hätten da draußen Untote gesehen. Ich habe Dartsch losgeschickt, das zu überprüfen. Ich danke euch, mein Freund. Wenn ihr Dartsch gefunden habt, sucht weiter. Je mehr Dorfbewohner ihr hierher zurückbringen könnt, desto besser für uns. Ja, machen wir auch gerade, komm. Alles mit E. Bücherregal. Irgendwie ist immer alles leer hier. Oh, guck mal, eine Truhe. Und auch leer. Briefe, Briefe, Briefe. So, was kriegen wir jetzt in der Folge noch hin hier? Wir sollen... Also hier geht's wieder weg. Irgendwen einladen. Wo haben wir den? Also wieder zurück. Das ist irgendwie ein Hin und Her. Ich habe immer noch die eine Quest hier, nicht? Diese mit... Sprecht mit Hilain oder Hilan oder wie sie heißt. Die habe ich auch nicht. Also zu der Trulla jetzt wieder hin. Weil das hat es mir ja angezeigt. Ei? Müsst ihr das? Ich bin auf dem Weg zurück nach da, wo uns wacht. Genau. Ja auch dorthin, da kam er ja her. Soll ich hier Hilfe holen? Oder? Ich habe da noch keinen Plan. Was genau die jetzt von mir wollten. Aber schön zu wissen, dass es da weitergeht, wo wir gerade waren. Also an Quests mangelt es hier nicht, wahrscheinlich. So. Also hier fahre ich immer wieder hin und her. Wir sollen aber mit der hier reden. Und die ist wo? Wo ist die? Hier. Und da gehen wir jetzt auch hin. Und dann kommen wir auch voran. Also ich werde jetzt direkt die Quests hier verfolgen oder die mir hier oben angezeigt werden. Da kommen wir auch ein bisschen schneller vorwärts. Ey, das ist noch ein Startgebiet und ich gimp hier so rum. Die drei mögen euch bewahren, Reisender. Willkommen in der Gildenhalle von Davons Wacht. Was bringt euch zu uns? Ich habe einen Handzettel gefunden, der Werbung für die Gilde machte. Seid ihr gekommen, um euch unserem gerechten Feldzug anzuschließen? Wir haben eine neue Gildenmeisterin und ein neues gemeinsames Ziel, an dem wir alle arbeiten. Ihr seht mir genau wie die Art von Anwärter aus, die wir als neuen Kameraden brauchen. Ja, stopp mal. Das sind ja, einmal hier habe ich Krieger. Und irgendwo war das andere auch noch, oder? Also das erscheint mir falsch. Eieiei, Werkzeug. Ganz viel von dem. Wollen wir mal reden mit dem? Das letzte Abendlicht färbte das Land rot wie von einer großen Schlacht. Es scheint ein Omen zu sein.
Wer weiß, was die nächste Dämmerung bringen wird. Ihr scheint euch ganz dem Drill verschrieben zu haben. Ich bin ein Soldat des Pakts. Ich habe die Pflicht, in bestmöglicher Verfassung zu bleiben. Sollen sich die Hochelfen auf ihren Divanen Aalen und Trauben knabbern. Ihre Genusssucht macht sie schwach. Niemand anderes hier scheint sich so intensiv zu schulen wie ihr. Niemand anders muss das auch. Sie können sich ruhig unzüchtig verhalten und sich mit Niedergeborenen und Barbaren abgeben. Doch ich bin höheren Ansprüchen verpflichtet. Woran liegt das? Wer seid ihr, das zu hinterfragen? Ich war nur neugierig. Was sagt man noch über Neugier und Khajiit? Ihr habt meine Übungen unterbrochen und jetzt langweilt ihr mich. Na gut, dann leck mich am Arsch, wenn ich dich langweile. Idiot. So. Oh, ein Buch. Aber ich habe immer noch nicht Hilan. Ich komme mir so ein bisschen verarscht vor gerade. So. Es hat auch ein ganz anderes Zeichen. Sprecht mit Hilan. Es ist doch hier. Hier. Das ist er doch. Die drei mögen euch bewahren, Reisender. Seid ihr gekommen, um euch unserem gerechten Feldzug anzuschließen? Genau. Sieht alle Farben, hier ist unsere neue Gildenmeisterin. Schlaue Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Gildenmeisterin. Nein. Unsere Klingen stehen im Dienst der Gilde. Wir verhalten uns im Dann also willkommen in der Familie. Als Kamerad. Also ich sollte mich tatsächlich dem anschließen. Kamerad, wir brauchen euch. Werdet ihr an unserer Seite kämpfen? Was schwebt euch vor? Die Gilde hat einen ungewöhnlichen Kontrakt angenommen. Wir haben uns bereit erklärt, die dädrischen Anker auszumerzen, wenn sie vom Himmel niedergehen. Wo auch immer sie auftauchen, folgen ihnen alsbald Molag Baals Schergen. Was soll ich für euch tun? Zwei meiner Wächter untersuchen gerade den angeblichen Standort eines Ankers. Merik und Elef sind die Besten, die die Gilde zu bieten hat. Trefft euch mit ihnen in den Hügeln westlich von Davons Wacht. Von dort aus geht es weiter. Ich werde das erledigen. Ich weiß, dass ihr den Flusslauf ändern werdet, Kamerad. Sie untersuchen die nahe Wildnis über der kargen Ebene. Der Kontakt, den ihr erwähnt habt, wer hat ihn in Auftrag gegeben? Eine mächtige Gönnerin. Sie hasst den Gedanken, dass Monster das Leben der einfachen Leute ruinieren. Unsere Gönnerin ist bereit, auch mit Gold für ihre Prinzipien einzustehen. Und oh, sie sind mal die Tentakel. Ja, die Rolle der Gilden, meine mächtige Gönnerin ist ein. Sie sind die Tentakel. Also okay, wir sollen jetzt irgendwas machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und ich laufe dann auch direkt schon mal dahin. Dass es direkt schneller weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Bitte, bitte abonniert mich und kommentiert, helft mir weiter. Bitte helft mir einfach weiter, das Spiel zu verstehen. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann in dem Spiel. In diesem Sinne, haut da rinne.